Alexis on gw2community.de. Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Einblick zum Draufgänger. Ja, die ist natürlich böse. Genau. Wir gucken uns den Spezialisierungspfad Draufgänger an, die Stabfertigkeiten und die neuen Hilfsfertigkeiten, die alle physisch sind. Schauen uns das dann auch nochmal genauer ein bisschen im Kampf an. Ich würde sagen, wir fangen wieder direkt mit dem Pfad an. Draufgängerin. Vollstreckertraining. Erhalte Zugriff auf die physische Fertigkeitskategorie und den Stabwaffentyp. Eure maximale Ausdauerschwelle wird erhöht. Ausdauerschwelle erhöht 50%. Also 50, nicht Prozent, sondern hier. Ist mir sehr positiv direkt aufgefallen, dass man jetzt halt dann dreimal ausweichen kann, ne? Wenn es voll ist. Schon nice. Ausweichende Ermächtigung. Euer nächster Angriff nach dem Ausweichen verursacht Bonusschaden und zwar um 10%. Schwächende Angriffe. Fügt Gegnern bei kritischen Treffern Schwäche zu. Schwäche 5,5 Sekunden. Hartnäckigkeit des Raufbolds. Erhaltet beim ersten Aktivieren einer physischen Fertigkeit Ausdauer. Physische Fertigkeiten haben eine verringerte Erholzeit. Man erhält 10 Ausdauer und die verringerte Wiederaufladung ist um 20%. Gelenkte Tapferkeit. Erhaltet Lebenspunkte, wenn ihr einem Angriff erfolgreich ausweicht. Das ist immer gut. Meister des Stabs. Während ihr einen Stab führt, erhaltet ihr für jeden ausgegebenen Initiativpunkt Ausdauer. Ist eure Ausdauer nicht voll aufgefüllt, während ihr einen Stab führt, verursacht ihr Bonusschaden. Das heißt, ihr werdet belohnt, wenn ihr viel ausweicht. Absolution des Ausweichenden. Entfernt jedes Mal, wenn ihr einem Angriff ausweicht, einen Zustand. Schlagende Störung. Gegner, die ihr unterbrecht, erleiden einen Lungenschlag. Lungenschlag macht physisch. Erzeugt einen Riss, der gewaltigen Schaden verursacht, wenn diese Fertigkeit endet. Diese Fähigkeit kann keinen kritischen Treffer zufügen. Macht 281 Schaden und kann nicht geblockt werden. Ausdauerdieb. Erhaltet Ausdauer, wenn ihr erfolgreich von einem Gegner stehlt. Dann Lotus-Training. Eure Ausweichfähigkeit verwendet jetzt aufspießender Lotus und feuert Dolche auf Gegner in der Nähe. Bedeutet bei jedem Ausweichen, also nicht nur bei Fähigkeiten, sondern auch beim Ausweichen an sich. Aufspießender Lotus in dem Fall weicht Angriffen aus, schleudert Schaden verursachender Dolche und belegt eure Feinde mit mehreren Zuständen. Macht 16 Schaden, macht 8,75 Sekunden Blutung mit 54 Schaden, 6,5 Sekunden Pein, verkrüppelt für 3,25 Sekunde und kann dreimal einschlagen, drei Ziele, 600er Radius und man bewegt sich halt 300 in etwa. Komboabschusswirbel. Dann ungehinderter Kämpfer. Eine Ausweichfähigkeit wird durch ein weitreichendes Preschen ersetzt, das behindernde Zustände aufhebt und beim Ausweichen Eile gewährt. Also Preschen entfernt Zustände und erhaltet Eile, stürmt dann nach vorne und weicht Angriffen aus. Eile 9,25 Sekunde, entfernter Zustand, Verkrüppelung und Kühle wird halt entfernt und man legt 360 Meter, wie auch immer, Distanz zurück. Hüpfender Ausweicher. Eure Ausweichfähigkeit wird durch Hüpfe ersetzt, was nach dem Ausweichen im Bereich Schaden verursacht. Hüpfer springt in einem Gebiet, versetzt den Gegnern einen gewaltigen Schlag, macht 150 Schaden, Anzahl der Ziele 5, Radius 180 und man legt 300er Distanz zurück. Komboabschuss Sprung. Das hier ist halt alles insofern interessant, dass das halt euren normalen Ausweichen einfach ersetzt. Also ich zeige euch einmal, wie hier jeweils das Ausweichen aussieht. Mit Lotus-Training, wenn ihr ausweicht, sieht das so aus. Und während ihr halt im Kampf ausweicht, schleudert ihr dann Dolche und ähnliches. Die halt Blutung, Pein und Verkrüppelung machen. Ganz nett. Wenn man Preschen drin hat, ja, wir erinnern uns, wir entfernen Verkrüppelung und Kühle und kriegen 9,25 Sekunde Eile, sieht das dann so aus.
und man entfernt sich halt auch weiter. Ist dezenter. Und ja, die Eile steckt übrigens auch, merke ich gerade. Nett. Sehr nett. Damit kann man immer Eile haben. Und das letzte war dieses Hüpfende, was halt Schaden macht. Mit Kombo-Abschuss-Sprung. Sieht dann so aus. Oh. Ich finde persönlich so das Preschen und das Aufspießen der Lotus am angenehmsten. Ich werde das mal erstmal mit dem hier probieren, auch wenn mir da die Grafik fast ein bisschen zu auffällig ist, aber das muss man mal sehen, wie es dann im Kampf an sich ist. Kann man aber auch vorstellen, dass ich dann eher darauf wechsle, weil es halt einem auch Zustände entfernt und Eile ist sowieso immer nett. Prinzipiell sehr, sehr ausweichlastig, sehr wenig Tarnung. Ich finde, so vom Durchlesen von allem macht so ein bisschen den Eindruck, es haben jetzt einige Klassen was bekommen, um Diebe zu enttarnen. Und der Dieb sagt sich jetzt, tarn, Bullshit, ich weich aus. So macht es halt erstmal die Wirkung. Es könnte auf jeden Fall neue Aspekte bieten. Stabfertigkeiten? So, die Fertigkeiten des Diebes zeige ich euch diesmal direkt an Übungspuppen. Wir haben als erstes die Kettenfähigkeit. Stabschlag. Schlagt eure Gegner mit eurem Stab. Mit Schaden 457. Drei Ziele kann man treffen. Stabprügel. Schwingt euren Stab ein zweites Mal. Trefft mehrere Gegner auf einmal. Schaden 504 war es eben noch. Ich habe gerade Macht bekommen. Anzahl Ziele 3. Strafende Schläge. Wirbelt euren Stab herum, trefft Gegner in der Nähe. Schaden 4 mal 1000. Bälle und Blut. Nein. 900 noch was. Das ist verwirrend. Verwundbarkeit 8 Sekunden und auch wieder 3 Ziele. Kombo, Abschluss, Wirbel. Hakenschlag ersetzt den ersten Angriff, wenn man aus einer Tarnung heraus angreift und dann schlägt man den Gegner nieder. Sieht ohne Tarnung so aus. Genau. Dann schwächende Aufladung. Bringt mehrere Schläge ins Ziel, die Gegner schwächen. Schaden 3 mal 1827. 2 Sekunden Schwäche, 3 Ziele, Kombo-Abschuss-Wirbel. Das mit dem Ausweichen finde ich übrigens nett. Ist mir hier so nebenbei dann mal passiert. Es geht rein. Entkräftender Bogen. Trefft Gegner vor euch und rollt euch rückwärts, was immobilisierende Effekte aufhebt. Schaden 870, verkrüppelt 6 Sekunden lang. Sieht so aus. Spürt die Wut. Geht so schnell, dass man den Schaden gar nicht sieht? Ja doch. Staubschlag. Fegt über den Boden, blendet Gegner vor euch. Schaden 522, Blindheit 5 Sekunden und auch wieder 3 Einschläge, 3 Ziele, Reichweite 600. Quasi, ja, so ein Reichweite 600, so ein Mittelfernkampfangriff. Spürt die Wut. Der vor allem blind macht, also zum anschließenden Ranpreschen und wieder weghüpfen und ausweichen und überhaupt sehr gut geeignet. Und Skill 5. Springt auf euer Ziel zu, verwundet Gegner beim Aufprall. Schaden 1957. 5 Ziele kann man treffen und ist ein Kombo-Abschluss-Sprung. Sieht so aus.
finde die Kombination sehr ansprechend, weil es halt wirklich in sich schon eine sehr schöne Kombination bietet. So, du fickst einmal, du springst, du weichst wieder nach hinten aus und wenn er jetzt noch nicht kaputt wäre, könnte ich mit Skill 2 wieder ran. Und ja, den Rest machen. Und dann bin ich noch nicht mal ausgewichen. Also, und damit mache ich ja dann auch noch Schaden oder bekomme halt Eile. Es ist schon ziemlich cool. Ausgespielt die Wut. Und das Ausweichen, muss ich sagen, ist mir auch ziemlich sympathisch, so spontan. Gucken wir uns direkt auch die Hilfsfertigkeiten an. Kanalisierter Elan. Kanalisiert eure Energie, um Ausdauer und Lebenspunkte pro Puls zu bekommen. Ihr heilt mehr, wenn eure Ausdauer voll aufgeladen ist. Heilung bei maximaler Ausdauer 7320, normale Heilung 5520. Und Ausdauerregeneration wird um 25% erhöht. Zeige ich euch von vorne, weil ich finde, dass es ganz schön animiert ist. Ist ganz hübsch. Das Einzige, was ich daran negativ finde, 2¼ Sekunde Wirkzeit, ist halt wirklich Heilung für nach dem Kampf eher. So mal ihm drin heilen, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Also im PvP zumindest. Am normalen Leben vermutlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das weiß ich nicht, ob ich das so mag. Aber das muss man sich angucken. Fausthagel. Schlagt euren Gegner mehrfach. Trefft ihr das Ziel mit Einschlägen, erhaltet ihr Zugriff auf den Handflächenschlag. Handflächenschlag ist dann... das macht übrigens 5x1625 Schaden. Und den Handflächenschlag bekommt man für 5 Sekunden zur Verfügung gestellt quasi. Und der Handflächenschlag macht dann, schlagt euren Gegner einmal, fügt ihm gewaltigen Schaden zu, betäubt ihn und markiert euer Ziel mit einem Lungenschlag. Schaden 739, zweiter Schlag fügt Schaden zu 1940, also der Schaden ist wirklich ganz gut. Der Lungenschlag ist halt ein Angriff mit Sprengschaden und man betäubt für 2 Sekunden. Das klingt auch sehr, sehr gut. Wir gucken mal. Das war der normale und dann... Oh, ja. Sich schwer auseinanderhalten gerade. Aber spricht für sich, wie schnell... Das war hier der schwere, ne? Ich warte mal kurz, bis er wieder da ist und wir gucken nochmal. Also, macht einen ganz netten Eindruck. Dann... Ablenkender Dolch. Rüstet euch mit Dolchen aus, die ihr werfen und damit Gegner unterbrechen könnt. Zudem verlängern sie die Erholzeit der unterbrochenen Fähigkeiten. Das heißt, man aktiviert den Skill, eine Sekunde dauert das, dann hat man 3 Dolche für 15 Sekunden allerdings nur, die man dann halt werfen kann. Es ist so, um aus der Distanz anzugreifen, auch ganz nett. Dann, Verteidigung des Banditen. Blockt für kurze Zeit eingehende Angriffe. Wenn ihr einen Nahkampfangriff abblockt, werft ihr Gegner mit einem Vergeltungsangriff zu Boden. Kann ich euch nur die Animation gerade zeigen? Sieht so aus. Erklärt sich aber von selbst die Beschreibung. So, und dann haben wir schädigende Dolche. Werft mehrere immobilisierende Dolche nach einem einzelnen Gegner. Macht 3×1332 Schaden, vergiftet 8 Sekunden mit 804 Schaden, Langsamkeit für 4 Sekunden und immobilisiert für 2 Sekunden. Bäm, 4 Zustände. Sag ich nur. Last but not least, die Elite-Fertigkeit Effektschlag. Schlagt auf euren Gegner ein und betäubt ihn. Schaden 444, Benommenheit 2 Sekunden. Auferzagen. Schlagt fest mit der Faust zu und werft Gegner zurück. 1331 Schaden. Mit Hochschleudern 0, was auch immer das bedeutet. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Fehler ist. Und Todesstoß, landet einen Abwärtsschlag bei eurem Gegner. Für angeschlagene Gegner ist diese Fähigkeit der Todesstoß auch sehr interessant. 1183 Schaden macht das. Und wenn man damit stumpen kann, auch nicht schlecht.
das heißt null hochschleudern. Warum steht da nicht niederschlagen? Das würde doch irgendwie mehr Sinn ergeben wie null hochschleudern, oder? Schön ist auch, dass es relativ schnell wieder fertig ist. Also 40 Sekunden ist nicht unbedingt ein langer Zeitraum. Gucken wir es uns nochmal an. Tritt 1, Schlag 2 und quasi der Stomp mit Schaden. Ist nett. Ist wirklich nett. Die Fertigkeiten haben wir gesehen. Ich werde mir jetzt nochmal ein paar Gegner so normal suchen. Ich fürchte, im PvP würde ich gefarmt werden ohne ein bisschen Übung. Und das macht ja dann auch nicht so den Sinn. Ja, normale Mobs sollten sowieso kein Thema sein. Ja. Guck mal, ob ich einen Veteran finde. Also ich merke direkt, dass ich mir Ausweichen mehr angewöhnen muss. Spür die Wut. Eigentlich weg. Es ist vollbracht. Das spürt ihr noch tagelang. Eieiei. Oh. Dirp. Dover Raptor. Erfrischen. Wieder dabei. Also die Heilfertigkeit finde ich wirklich nicht so prall. Sie dauert einfach zu lange. Also selbst so im Kampf, habt ihr ja gemerkt, es wird leicht unterbrochen. Die anderen Skills finde ich gut, weil sonst wäre ich gerade auch nicht umgekippt. Das heißt, ich würde hier vermutlich bei der bleiben, dass man sich einfach auch mal kurz zurückziehen kann. Aber ansonsten finde ich das schon ziemlich cool. Und ich kann mir vorstellen, bei welchen, die so ein bisschen vertrauter sind wie ich mit dem Dieb, dass das richtig bockt. Das soll es aber dazu auch erstmal von mir gewesen sein. Und ja, ich wünsche euch spätestens ab heute ebenfalls viel Spaß mit dem Dieb. Tschüss.